Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fortnite. Wieder mit mir und wir versuchen nochmal es jetzt zu spielen. Wählen aus und warten. So. Zählt hier irgendwo die Zeit oder nicht? Ich weiß nicht, ich blende mal wieder ein, wenn es soweit ist. Ach, Moment mal. Hier, ne? Nee. Oder? Das. Nee, das hier war's. Stufe 3? Ich will das da. Jetzt bin. Okay, jetzt. Der Lobby, was machen wir weiter? Starte Mission, okay, betritt der Lobby. Ich bin gespannt und starte einfach die Mission, auch wenn da steht 2 Minuten. Warten, bis mehrere Leute einloggen. Nein. Ich spiele das lieber alleine mit als mit fremden Spielern, die vom Blassen und Schimmer keine Ahnung haben, was hier läuft. Ist nicht so wirklich das, also Sinn des Ziels. Ziel des Spiels. So. Lange er versucht zu verbinden. So, jetzt. Das Schicksal der Welt hängt jetzt von dir, mir und einem Typen aus der IT-Abteilung ab, der, realistisch gesehen, vielleicht nicht mehr unter uns weilt. Ich habe seinen letzten bekannten Standort auf der Minikarte markiert. Schauen wir uns das mal an und hoffen wir auf das Beste. Moment kurz. Entschuldigung. Ich muss mal kurz hier was machen. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh boy. Ach, ich hab vergessen noch was zu machen. Entschuldigt bitte, kleine Verzögerung. Ich pausiere mal kurz. So, da sind wir wieder. Wir machen jetzt direkt die Mission weiter. Und wir sollen in dieser Richtung laufen. Also ich glaube, das ist dieser Typ, ne, von letztens. Glaube ich zumindest. Oder? Kann man hier einfach einsteigen? Nö. Ja, bezweifle ich. Aber mal schauen. Hilfe! Ich werde angegriffen! Ah ja, hier geht's los. Wieso kann ich mich ducken? Weitere Gegner im Anmarsch, also aufgepasst! Na ja, erstmal. Ah. Wie viel aber die hier spawnt, kommt. Sehr merkwürdig. Wollen wir nicht hier abschießen? Das bringt nichts, ne? Ach komm schon. Wow! Ja, wow! Und nun? Fertig? Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Oh, schön. Was ist das da? Nein, niemand zu Hause und ich muss weiter. Okay, da verprügelt noch jemand. Irgendjemanden? Das ist aber nicht sehr erhebend. Mal sehen, was drin ist. Und das ist noch weniger erhebend. Schauen wir uns mal um. Mhm. Wo war denn das nochmal? Irgendwo konnte man doch... Gute Arbeit! Ah. Auf zur Erkundung. Sieht was? Verlassen aus. Tut's auch.
Also das ist neu, dass da jemand... Ein da geheimes Forschungslabor! Na endlich! Ja. Hm, das ist ja Wintertech-Ausrüstung. Was macht die denn hier? Schau dir mal den Computer an. Hab ich doch gerade. Wow, interessant. In Vorbereitung auf den Sturm haben die Wintertech-Labore experimentelle Waffen entwickelt. Normalerweise würde mich sowas stören, aber heutzutage fahre ich voll drauf ab. Dieses Labor hat an einem Projekt mit der Bezeichnung Atmosphärenlaser gearbeitet. Ich habe die Skizze runtergeladen. Probieren wir's aus. Zur Initiierung brauchen wir etwas Blue Glow, um die Waffe mit Energie zu versorgen. Im Labor sollte einiges sein. Ich habe da so eine Ahnung, dass wir uns einen Vorrat an Patronen zulegen sollten. Es gibt zwei Arten, Kugeln herzustellen. Du kannst dein Inventar öffnen und die Kugeln auswählen, die du herstellen möchtest. Du kannst auch deine aktuelle Waffe nachladen, um die nötigen Kugeln herzustellen. Lass uns Kugeln herstellen. Okay, mehr Kugeln hier nicht. Naja. Hau ich eigentlich. Wieso da will er, dass ich noch mehr herstelle? Es geht doch gar nicht mehr. Witzig. Witzig. Okay. Was jetzt? Ich hab hergestellt. Hallo? Musst du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Ah. Okay. Magazin voll. Ihr ist schon klar, dass ich nichts mehr herstellen kann? Mir fehlt Holz. Okay. Holz ist oben. Okay, das hätte ich mir auch sparen können, ne? Ach, egal. Lass mal so. Noch ein bisschen Holz holen. So. Das hier, ne? So. Wir sind soweit. Ich habe das Ziel auf deiner Karte markiert. Okay, dann let's go. Oh ja. Sollen sie mal. Brr, brr, brr. Brr, brr, oh. Da ist das Ziel. Laut Laborcomputer platzierst du den Atlas auf dem Ziel, gibst Blue Glow hinzu und wartest. So. So macht man das. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Baue ein paar einfache Befestigungen, um den Atlas zu schützen. Dieser Sturm wird stärker sein als der, den wir am Außenposten gesehen haben. So. Gute Arbeit. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Erstmal muss ich hier zubauen. Oh nee, oder? Jetzt habe ich keine Ressourcen mehr. Ich muss noch ein paar Ressourcen holen. Geht nur mit den Steinen? Nee, ne? Bitte noch nicht angreifen. Danke. So. Jetzt habe ich vergessen, eine Tür einzubauen, ne? Um da reinzukommen. Also kein Problem hier. Zack, zack. So. Muss halt hinter mir wieder zumachen. So. Wie an der Mauer rein. So.
So, und Fenstern sollte ich auch ein... Nee, komm, keine Fenster. Mauern reichen. So. Huch. So. Bestätigen. Genau. Nimmt da nicht so, ne? Einfach. Okay, ich bin eigentlich fertig. Aber ich soll das Ding hier auch noch einmauern, oder wie? Hä? Wollt ihr noch mehr, Metall? Nein, was ist das denn jetzt? Boah, wirklich jetzt? Warum Verbindungs- und Server fehlgeschlagen? Was ist denn hier heute los? Da sind die Höhlen. Und so. Kerntemperatur extrem. Oh oh. Alles unter Kontrolle. Noch. Mhm. Man hört's. Ah! Oh, wie soll ich das so schnell machen? Aber hey, alles unter Kontrolle. Oh oh. An alle! Der Atlas wird angegriffen! Rettet den Atlas! Sekunden. Es wird auf jeden Fall was passieren. Es gibt kein Zurück mehr. Wir sollten uns noch ein paar von diesen wunderschönen Himmelslasern zulegen. Eieieiei.
Zeitüberschreitung bei Erstellung der Ergebnisse. Missionsbelohnung wurde gespeichert. Zurück zur Heimatbasis. What? Dann bin ich mal gespannt. Hä? Was soll das? Erfolgreich ausgelockt. Nein! Erneut starten. Was soll das? Och nö. Ah, gut. Die wenigsten kriegt die Missionsbelohnungen. XP-Chip. Noch mehr XP-Chip. Handwerk-Kupfererz. Okay. Gold. Hm. Battle Pass EP verdient. Ah. Öffnen. Schlichter Schläger. Oh, cool. Na also, der Atlas gibt uns Zeit zum Durchatmen. Na Gott sei Dank. Oh, hey! In einer dieser Windertech-Dateien war ein Upgrade deines Erntewerkzeugs. Wenn du das nächste Mal was abbaust, achte auf Schwachstellenmarkierungen. Erwisch sie mit der Hacke. Sollte sich lohnen. Okay, Spitzhacker aufrüsten. Erhöht den Schaden. Mir kam zu Ohren, dass ihr dringend einen Sturmanalysten sucht. Ja. Tja, ihr habt Glück. Ich habe übrigens die Lightshow gesehen, die du neulich veranstaltet hast. Oh, danke schön. Ordentliches Feuerwerk. Aber danke. Ich mach's noch besser. Tatsächlich. Sie selbst. Wo denn? Ich sehe nichts. Okay, Waffenlager, Skizzen. Ah, das sind alles Skizzen. Okay. Da wollte ich gar nicht so weit darauf eingehen. Gut. Und Spint. Da kann man ja noch hier gucken. Ah, hier ist die neue Spitzhacke, die man einfach so bekommt. Das ist super. Nice. Wunderschön, wunderschön. Das war erstmal Vor- und Nachwissenschaft. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn dir noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Fortnite Rette die Welt Folge mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.